Hi zusammen, heute fixen wir mal endlich das Problem an meinem E46 mit dem Klappern beim Anfahren und beim Schalten. Und ich vermute mal, ich weiß, was das Problem ist. Und zwar habe ich bereits ein Auspresswerkzeug bestellt und ich habe hier ein neues Diff-Lager und zwar diesmal als PU-Lager. Und das werden wir heute mal einbauen. Und zwar sitzt das Ganze hier hinten. Ich habe das zwar bereits getauscht, es ist ein neues Lager, allerdings geht das Lager so schwer rein, dass es vermutlich beim Einbau defekt gegangen ist, weil da aus den Kanälen Öl rausgekommen ist. Das vermute ich mal, dass es deshalb auch wieder klackert und somit auch wieder defekt ist. Um das Ganze jetzt auszubauen, muss das Differential wieder raus. Das heißt Antriebswellen lösen, Kardanwelle lösen. Dieses Teil hier muss weg, dass ich an die vorderen Schrauben vom Differential kommen und dazu muss wahrscheinlich der Auspuff weg. Das heißt, das montieren wir jetzt alles mal ab, dann lasse ich mal den Zeitraffer laufen und dann versuchen wir mal das Ganze auszupressen und wenn nicht, muss ich es mit Gewalt rausholen. Also alles ist demontiert, Differential liegt hier, so sieht das jetzt aus. Den Stabi habe ich auch noch demontiert, dass ich besser dran komme. Und jetzt habe ich hier schon das Werkzeug angesetzt. Hier habe ich eine eigene Hülse nehmen müssen, weil ich nicht so eine große Werkzeugkasten hatte. Hier ist ein Lager drin, das heißt die Reibung ist jetzt gemindert, das kann man gut rauspressen. Ich habe es jetzt schon einen Teil probiert und jetzt werde ich es ganz rausholen und dann werden wir das neue mal wieder einsetzen. So, jetzt holen wir das Ganze mal raus. So, wie ihr sehen konntet, ist das Ganze jetzt draußen. Es ging echt gut, sehr, sehr einfach. Einfach nur drehen und dann kommt es irgendwann raus. Also ohne würde ich das nie wieder machen. Ich bin so froh, dass ich den Kasten gekauft habe. Ich kann euch gleich mal zeigen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier drin mal reinigen und dann können wir das Neue schon einsetzen. Hier einmal das Alte. Wie ihr sehen könnt, das ist sehr demoliert gewesen vom Einbau. Von der anderen Seite nicht so. Und ich vermute mal, dass das Öl hier innen drin rausgekommen ist. Deswegen hält es auch nicht mehr so gut. Jetzt haben wir das Ganze in PU. Von Powerflex und das werden wir jetzt mal reinmachen. Das geht um einiges einfacher rein, weil man das einfach von beiden Seiten reinstecken kann. Und hier seht ihr einmal das Auspresswerkzeug, da gibt es verschiedene Größen und wenn ihr es einmal kauft, dann habt ihr es für immer und könnt euch das Leben sehr viel einfacher machen. Ich habe jetzt 50 Euro für das Ganze bezahlt. Zum Teil bräuchtet ihr noch unterschiedliche Größen, aber für den Anfang würde ich sagen, reicht das vollkommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Abhilfe mit so einem Auspuffrohr zur Verlängerung genommen und dann geht es auch relativ gut. Jetzt würde ich sagen, wir packen die Dinger hier mal rein. Ich zeige euch, wie das Ganze geht und dann hoffen wir, dass das Problem mal behoben ist. Also hier ist einmal alles, was wir brauchen. Der mittlere Stift, dann die Außenplatten und die Teile kommen in die Mitte rein. Dazu schmieren wir sie einmal damit ein und dann klopfen wir die einfach rein. So, und jetzt drücken wir das mal da rein. Zack, geht relativ easy. Jetzt die andere Seite auch noch. So, das Ganze ist jetzt drin. Jetzt kommt das mittlere Teil, die Führung für den Bolzen, noch rein. Passt. So, jetzt kommt die große Schraube wieder rein. Und vorher kommt noch hier eine Platte rein und auf der anderen Seite. Die holen wir mal schnell. Und zwar die hier. Die müssen noch zwischen rein. Jetzt ist die Frage, wie ich die reinbekomme. Hätte ich vielleicht vorher reinmachen müssen. Ich probiere es mal aus und dann melde ich mich nochmal. So, nun habe ich alles wieder drin. Endlich. Es ging auch echt gut, muss man sagen. Bisschen ein Gepfriemel, aber jetzt bin ich umso gespannter auf das Ergebnis. Ich muss jetzt noch die Antriebswellen wieder befestigen. Die vorderen Schrauben habe ich schon fest. Die Kardanwelle muss fest. Den Auspuff muss ich wieder festmachen. Und dann kommt das Ganze mal runter und wir testen das Ganze mal aus. Und ich hoffe mal, dass dann das Problem wirklich behoben ist. Und ich denke, viele haben auch danach gesucht, was genau das für ein Klonkern ist. Und das wird, denke ich, einigen helfen. Ich baue jetzt alles wieder zusammen, lasse den Zeitraffer nochmal laufen und dann melde ich mich, sobald alles zusammen ist. Also alles wieder zusammengebaut. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Das heißt, Auto einmal runterlassen und dann fahren wir mal an. Also ich bin gerade mal eine Runde gefahren und es ist immer noch nicht perfekt. Es ist besser als vorher, allerdings
macht es immer noch Geräusche. Es ist immer noch ein bisschen unrund. Das DCV-Ventil, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, diese Verjüngung an der Kupplung bzw. an der Kupplungsleitung habe ich auch bereits rausgemacht, dass das vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen mildert, dadurch, dass dann die Kupplung schneller kommt. Hat auch nicht viel geholfen. Was ich jetzt noch vermutet habe, dass eventuell die vorderen zwei Differentiallager sind, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Die sehen noch gut aus. Die bewegen sich auf dem Video eigentlich auch gar nicht. Das könnten jetzt noch die Antriebswellen sein, was ich aber auch nicht glaube. Das Differential ist definitiv nicht, da ich schon mal ein anderes drin hatte. Das hat zwar eine 100% Sperre gehabt, aber das macht keinen Unterschied. Das heißt, da sollte gar kein Spiel drin sein. Ich weiß nicht, was es noch sein könnte. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Also ich kann es euch nur empfehlen, macht das aus PU. Ist auch nicht das größte Hexenwerk, das kriegt man auf dem Boden hin. Aber ansonsten weiß ich jetzt leider nicht, was ich noch machen soll. Vielleicht ein Einmassenschwungrad rein. Getriebe sollte eigentlich noch in Ordnung sein. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, es hat einigen ein bisschen geholfen, vielleicht den Fehler auszuschließen, oder vielleicht behebt es bei euch das Ganze zu 100%. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht zu 100% weg. Ich habe gerade ein Video auch online noch gefunden, nämlich nach dem Problem nochmal geguckt. Das spiele ich euch gleich mal ab. Und genau dasselbe Problem habe ich auch, also vom Geräusch her. Und ich vermute mal, der hat gesagt, das Zweimassenschwungrad ist defekt. Ich vermute mal, dass es dann auch bei mir das Zweimassenschwungrad sein wird. Das Geräusch ist auf jeden Fall besser geworden, allerdings noch nicht ganz weg. Das heißt, ich spiele euch das jetzt mal ab. Das bedeutet, in einer der nächsten Videos werden wir definitiv mal noch das Zweimassenschwungrad auf ein Einmassenschwungrad wechseln und dann schauen, ob das das Problem ist. Das heißt, ich gebe nicht auf. Ich werde für euch rausfinden, was genau das Problem hier ist. Vielleicht habt ihr das Problem ja auch. Viele haben ja auch geschrieben, dass sie das Problem haben. Und deswegen probieren wir das alles mal aus. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!